Hallo, das ist es auch. Herzlich willkommen zurück zu Resident Evil 3. Wie geht's euch, liebe Freunde? Geht's euch gut? Jetzt sieht man das Bild. Der tippt da fleißig rum und wir sind in der Polizeistation von Raccoon City, die wir schon von Resident Evil 2 kennen. Wir gucken jetzt aber erstmal hoch. Er hat uns die Tür aufgemacht dort hinten. Bereich ist sicher. Ja, hoffe ich mal. Ist cool, dass wir jetzt aber mit dem Carlos spielen. Gefällt mir. Ah ja. Das dachte ich mir schon. Da drüben gucken wir uns auch. Wir gucken alles an, Freunde. Käse. Aber es müsste ja dann nachspielen. Na klar müsste es dann nachspielen. Das ist mal eine seltsame Tür. Lass sie, wir sind wegen Bart hier. Das ist mal eine seltsame Tür. Ja, das war auch das mit den Schlüsseln, wo wir eigene Schlüssel brauchten für diese eigene Tür. Ja, ja, Freunde, ja, ja. Gut, dann. Und das hier war irgendein Rätsel. Ist echt cool. Die hier geht auch nicht. Gut. Dann sollen wir hier rein. Was ist denn das bitte? Der Kitty. Munition haben wir einiges. Da ist auch Munition. Was denn? Oh, ich kann mich erinnern. An so Drecks-Arschloch-Monster. Die ich nicht gesehen habe, aber gehört habe. Das war kein Zombie. Das war sicher kein Zombie, nein. Ist schon wieder weg. Ja, das sagst du, Carlos. Aber das ist nicht so. Okay, geht wieder los. Man glaubt immer, sie sind weg. Und ja, ja. Weil das ist das Gegenteil. Hier. Des Mannes. Das ist bestimmt. Aha! Das Monster wie bei Resident Evil 3. Da bin ich mir ziemlich sicher. Stehen alle wieder auf. Oh Mann. Nette RPD-Begrüßung. Ja. Ganz nett. Ganz. T, bist du da? Locker Room C. Ist echt Übles hier drin. Keine Ahnung, was das ist. Was echt Übles? Na gut, ich schau mit den Kameras. Pass auf dich auf. Alter.
Maschinengewehr. Finisher, das ist ziemlich geil. Ach du Scheiße! Ich kann mit Waffen umgehen, ihr Schweine, bleibt liegen! Mist! Verschlossen! Ganze Sache, irgendeine Scheiße hört die ganze Zeit. Was ist das? Zielfernrohr, Sturmgewehr, jawohl. Da ist wieder ein Tresor. Also wenn wir irgendeine Zahlenkombo sehen. Ja. Ups. Alter, sagt mir Bescheid, Freunde. Oh, hier geht's gar nicht weiter. Irgendeine Zahlenkombo. Welcome Leon. Ja. Mit der haben wir gespielt. Sagen du doch nichts. Okay. Ich kann mich noch ganz erinnern, das war so ekelhaft. Kann ich deswegen benutzen? Das benutzen? Was ich mir erinnern kann, war da ein Safe Room. Ha! Wusste ich's doch. Aber Sturmgewehr-Munition? Hä, warte mal. Ha! Da ist ein Code. 9 links, rechts 15, 7 links. 9, Moment. Moment. Du bleibst da liegen, gell? Schauen wir mal kurz. 9, 15, 7. 9, 15. Ah, warte. 9, 15. Hoho! Das ist doch perfekt. Noch mehr Platz. Ja, war gut, dass wir einmal doch diese Dokumente gelesen haben. Okay. So.
die Dinger nur mit Kameras umbringen? Die Kamera. Ja, da war irgendwas noch im zweiten Teil, ich weiß schon. Sag schon, habe ich irgendwas verbinden? Nee. Okay. Dann tun wir einmal speichern. Carlos, jawohl. Nimm noch ein Stückchen von unserem Kaffee. Ne? Ah, Freunde! Ich sag Cappuccino. Immer noch Beste. Seht euch diesen Schaum an, Alter. Seht ihr? Okay, sorry. Da, ba, ba. Wir müssen ein bisschen vor draußen, weil gleich kommt das eklige Monster. Ich bin mir ganz sicher. Hundertprozentig bin ich mir sicher. Carlos, das Stars-Büro ist geradeaus. Verstanden. Und was ist oben? Schlüssel. Das ist zum Glück. Ja. Warte mal, war das nicht CAP? Ohne den Kopf zu wissen. Warte mal, haben wir das doch nicht irgendwo gelesen? Was soll die Blockade? Alter, diese Geräusche. Wieso spiele ich überhaupt ein Horrorspiel? Warum? Warum? Hm? Ist es der Nervkitzel? Oh. Ist das geil oder warum? Was bist du? Sehr bekannt war vom ersten Teil. Tun wir das wieder kombinieren mit dem ersten, also Heilung haben wir genug. Hier geht nichts auf. Weil ich kann mich erinnern, wir haben damals auch. Ach, da ist schon wieder so ein Scheißcode. Lieber nicht. Haha! Ich kann mich noch erinnern, weil in dem Spind war ein Zombie drin und ich hatte den Schock meines Lebens. Aber ich würde echt gerne die Dinger aufmachen. Hier. Aber bis man da einen dreistelligen Code knackt, ne? Man wäre witzig. So viele Buchstaben gibt's nicht. Hoppala. Wäre so witzig, wenn man es knacken würde. Das haben sie sicher auch alle probiert. Weißt du, es gibt halt nicht so viele Möglichkeiten, deswegen.
Aber es ist sicher nicht zweimal der gleiche Buchstabe. Na, keine Ahnung. Okay. Schätze, wir tun's auf die explosive Tour. Ach so. Nicht? Was haben wir da gekriegt? Da brauchen wir eine Batterie, aha. Ah, warte mal, ich habe jetzt so einen Schlüssel gekriegt, ne? Aber das war nicht für oben. Das war irgendwo für unten. Bist du ja Hackfresse. Alter, natürlich ist das das gleiche Monster. Selbstverständlich. Aber meinst du Schlüssel? Bleib doch jetzt liegen hier. Okay. Schätze, wir tun's auf die explosive Tour. Genau das. Kommen wir mit dem. Ist das so klar? Ist das so klar? Nachdem haben wir noch mit Pistole kalt. Kackding! Ja, wo müssen wir jetzt hin? Genau zu der einen Tür, ne? Locker Room, CAP! Aber hatten wir nicht CAP? Warte mal. Wo war das jetzt hier? Ne. Wo war denn noch so ein Spind drin? Was beides oben? Jetzt muss ich nochmal zurückgehen. Hier war nichts drin, oder? Oder war hier auch nicht drin? Ja, hier nicht. Aber mir kam vor, ich habe CAP ausprobiert. Ich kann es gerne mal testen. Ah ja. Lieber nicht. Dann probieren wir oben nochmal.
Yes, hier gilt das nicht, okay. Und wir haben einen Schlüssel mit so einem blauen für einen Schließfächerraum. Wir brauchen eine Battery. Aber dann tun wir das erstmal speichern. Auf alle Fälle speichern. Sicherstellen, dass der auch tot ist. Ja, dann müssen wir gleich wieder zurück. Ne? Das war nicht hier. Kommt dann wieder gleich so ein Vieh. Passing. Das ist das Grüne. Dass sie richtig machen. Yo, man. Da, hier. Ist es nicht das? Ja, dann ist es vielleicht wieder oben. Oder wir haben dort irgendwas vergessen und waren blind, liebe Freunde. Das ist halt für ein Ding, ne? Wenn wir sie warnt, brauchen wir für einen Schließfächerraum. Hatten wir irgendwo ein Schließfach mit Schlüssel? Bin gerade echt dumm. Aber gut, wir müssen nochmal zurücklaufen, ja? Weil das hätte jetzt nicht gesehen. Ah, schauen wir nochmal. Ein Schließfach. Hier war nichts. Hier geht nichts. Ach so, ich weiß schon, man, sind wir blöd. Es gab doch nur einen Raum. Liegst du da? Und zwar war das doch der eine Raum. DCM. DCM. Und an das kann ich mich auch noch erinnern. Da ist die Batterie. Da ist Money. DCM. DCM.
hat. Zu Papa. Kommt Papa. Batterie, dann 104. Da ist nichts drin. Da ist auch nichts drin, ne? Ja, ganz gleich wie beim zweiten Teil, ja. 104. Meins. DCM. DCM. Wo ging's auch hier? DCM, bitte kein Monster. Nein, das war nicht hier. DCM. DCM. Bitte kein Monster. Oho. Da ist einer runtergefallen. DCM. Genau, der war das. DCM. DC. Richtig schlafen, habe ich gesagt. Son of a bitch. So. Speichern. Ja. So. Gespeichert. Nice. Na gut, liebe Freunde. Dann sag ich und der Galas, der sich nicht anschauen lässt. Vielen Dank fürs Zugucken. Dann sehen wir uns bei der nächsten Folge. Haut rein, schönes Euer Gottes Gern. Tschüss.